Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es freut mich besonders, heute die Möglichkeit zu haben, am Tag der Angelobung vor diesem Publikum zu sprechen. Es liegen nicht nur schwierige Monate hinter uns, sondern auch dieser Parlamentstag war schon sehr herausfordernd. Manche sind schon gegangen, was ich so gesehen habe. Und gerade Familien haben sehr herausfordernde Zeiten gehabt in der Corona-Zeit. Meine Vorredner von meinem freiheitlichen Parlamentsclub haben das klar und deutlich dargestellt, wie das Versagen der Bundesregierung gewesen ist. Als bekannt wurde, dass ich das Mandat als Bundesrat erhalten werde, habe ich sehr viele Zuschriften erhalten. Einerseits von meinem privaten Umfeld, aber auch vor allem von besorgten Bürgern, die gerade unter diesen Corona-Maßnahmen sehr leiden und Ängste und Sorgen über die Grund- und Freiheitsrechte und somit über ihre Zukunft haben. Herr Bundeskanzler, Sie haben die Möglichkeit gehabt, einen neuen Weg einzuschlagen. Aber mit den Maßnahmen, es wurde schon angesprochen, 3G, 2,5G, sogar beziehungsweise bis in die Richtung 2G, werden die Menschen, die nicht geimpft sind, weiter in die Ecke getrieben, wo sie kaum mehr einen Ausweg finden. Beachten Sie das. Herr Bundeskanzler, ich ersuche Sie, nehmen Sie diese Ängste und Sorgen von den Menschen ernst. Sie haben gesagt, Sie wollen die Spaltung in der Gesellschaft beenden, die Menschen wieder zusammenzuführen, die Gräben überwinden oder Ihre Hand ist ausgestreckt. Ja, ich höre Ihre Worte, aber mir fehlen die Daten und auch der Glaube. Ich sehe die Maßnahmen gegen die Ungeimpften sehr kritisch. Es ist eine schlechte Idee, sie weiterhin so stark zu benachteiligen, weil die Menschen es als Strafe sehen, als Bevormundung und reagieren, wie alle Menschen, sehr negativ und ablehnend darauf. In meinem persönlichen Umfeld gab es aus medizinischen Gründen einige, die sich geimpft haben. Der Großteil aber von meinem Umfeld haben sich aus pragmatischen Gründen impfen lassen. Ja, sie wollten wieder reisen, sie wollten wieder in Fitnesscenter, aber 40-50% sind bis jetzt noch immer nicht geimpft. Und jeder aus seinen persönlichen Gründen fühlt den Druck der Regierung. Und sie sagen es, es ist eine Art des Gewalt. Sogar ich habe das Wort Vergewaltigung gehört und fühlen sich erpresst. Wenn ich mich nicht impfen lasse, verliere ich den Job. Ja? Ich kann nicht mehr bei den Vereinen hingehen. Also wirklich, da spüre ich die Sorgen der Menschen. Und diese Menschen, die sich bis dato noch nicht geimpft haben, wie bereits erwähnt, es gibt sehr viele Gründe, warum man sich nicht impfen kann oder nicht wird, sind in die Enge getrieben und es entsteht Verzweiflung und sogar Wut. Die Regierung hat mit den 3G bzw. 2G am Arbeitsplatz aus meiner Sicht die Grenze überschritten. Und die 2G-Regel ist schon in vielen Bereichen Wirklichkeit. Und damit ist auch die Spaltung der Gesellschaft weiter vorangetrieben worden. Und die Menschen fühlen sich nicht nur ausgeschlossen, sondern sie sind mit der 2G-Regel bereits ausgeschlossen. Wir haben eine Zweiklassengesellschaft erreicht, die aus meiner Sicht sicher nicht verfassungskonform sein kann. Jetzt sogar der Antikörpertest nicht mehr Gültigkeit hat bei der Stufe 2, also noch mehr kommen dazu. Und letztendlich mit der 2G-Regel wird noch Öl ins Feuer gegossen. Weil dadurch mit den Getesteten, die eigentlich die einzigen sind, die was das nachweisen können, dass sie gesund sind, nicht ansteckend sind, überlassen wir das gesellschaftliche Leben möglicherweise geimpft, aber vielleicht auch infiziert. Die Intention ist klar, es wurde schon angesprochen, man will die Menschen zur Impfung bringen. Ich finde es respektlos, so mit Menschen umzugehen und so, wie Sie gesagt haben, Vertrauen herstellen, also das ist nicht dieser Weg, wo Vertrauen wieder hergestellt wird. Aber
Aber ich bin ein Optimist. Es ist wichtig, in der Politik auch Optimist zu sein, dass wieder bald Vernunft einkehrt, dass die Regierung wieder lernfähig ist, nicht so viel Druck anwendet, um die Leute dorthin zu bringen, wo die Regierung sie haben will. Das Kollektiv steht nicht über die Freiheit des Einzelnen. Der freie Wille des Menschen ist etwas Besonderes. Eine bewusste Entscheidung treffen zu können, gerade wenn es der freie Wille über sich selbst betrifft. Daher rufe ich auch alle Geimpften auf. Schauen Sie nicht weg, was mit den Menschen, die nicht geimpft sind, passiert. Morgen können auch Sie das Gefühl haben, keine freie Willensentscheidung mehr treffen zu können, und damit würden Sie in die Enge getrieben werden. Und zum Abschluss möchte ich, Herr Bundeskanzler, anlehnen eines Spruches vom Einstein: Wer immer und immer wieder das Gleiche tut, kann sich kein anderes Ergebnis erwarten. Sie haben die Möglichkeit, schlagen Sie einen neuen Weg ein, einen Weg der Hoffnung und Zuversicht.